zusammen. Ich habe mir was beim Samenhaus oder bestellt. Ich dachte, wir packen was zusammen aus. Ich habe den Karton nur schon aufgeschnitten. Haben wir schnell zusammen rein. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich bestellt habe, weil ich habe das schon vor 2, 3 Wochen bestellt. Und habe es aus der Packstation geholt, war dann ständig weg und habe es einfach in mein Büro gestellt. Habe heute den Karton wieder gesehen und gedacht, ich habe mein Saatgut eh neu sortiert oder bin noch dabei. Dann kann ich da auch mal reinschauen, das gleich noch wegsortieren. Top. Wieder mal von mir. Als erstes, das habe ich tatsächlich noch im Kopf gehabt, als ich bestellt habe, das ist so ein Bee Home und man kann hier an der Seite noch Lavendel reinpflanzen, sind sogar Samen dabei. Jetzt ist gerade mit der Hund die Katze, ich hoffe, man hört sich zu laut. Denkt ja immer. Kein Ding, Katze. Mach, hau rein, ne? So, Packpapier. Und dann ist gar nicht mehr so viel drin, das ist schon mal gut, weil ich habe festgestellt beim Sortieren von meinem Saatgut, dass ich sehr viel Saatgut besitze. Wer hätte es gedacht? Ich natürlich nicht. Also, wir haben hier Saatgut für Mai oder Herbstrüben. Ich habe das ja auch mehrfach bestellt. Genau, nochmal Mai-Rübe. Dann Radieschen, aber bunte Radieschen, die sind einfach lila, richtig lila und weiß. Mega. Dann habe ich eine Legegurke bestellt. Dann habe ich, okay, es ist doch ein bisschen mehr als ich dachte, Gurke bestellt, aber die sind einfach so gelb und rund, die kann man aber wohl auch essen. Nennt sich Lemon Apple. Boah, bin ich mal gespannt. Dann habe ich hier nochmal Lemon Gurke, die spritzige. Keine Ahnung. Wir werden es testen. Wir werden es einfach testen in den nächsten Wochen, weil ich habe ja dann Urlaub und habe dann Zeit. Nochmal eine Mai-Rübe. Dann weißen Lavendel, weil ich ja ewig keinen gefunden habe, habe ich mir einfach Saatgut dafür bestellt, weil ich keinen Bock mehr hatte, darauf zu warten, bis die endlich mal beim Döner vorrätig sind. Nochmal Gurken, italienische Gurken. Sanddorn. Ich habe da beim Angebot und ich habe gedacht, ah, so ein Sanddorn. Kann man ja ganz cool so als Likör machen, so. Wir haben mir die gleiche Zahl bestellt. Ich wollte mir wieder den Mindestbestellwert erreichen. Dann habe ich nochmal Waldmeister gekauft, 3 Stück. Davon geht eins auch direkt an meine Mama. Falls du das hier schon vorher siehst, bevor du mich besuchen kommst, Pech, jetzt weißt du es, du kriegst alles davon. Klingt da ja Seite. Dann habe ich noch eine Bio-Gurke White Wonder, die ist einfach auch weiß und soweit ich weiß, kann man die auch essen. Bin auch gespannt. Bin einfach bei allem gespannt. Ich habe so viel entdeckt, was ich nicht kenne und will es unbedingt ausprobieren. Ich wollte jetzt nochmal eine Rechnung. Ah, ich will noch ein Buch schreiben. Das ist ja nett. Winterportulak habe ich jetzt herausgefunden, hatte ich wohl schon. Pech für mich. Nochmal die weiße Gurke und grünen Portulak. Genau. Noch nie gegessen, noch nie probiert. Ich werde es ausprobieren. Und das war es sogar schon. Schon ist gut. Ja, das ist natürlich jetzt eine Saatgut. Und nächste Woche wird angesät, wieder mal, yay, wir sind dann schon im Mai. Zeit rast einfach. Ich habe keine Ahnung, wie die Zeit gerade hin ist, aber bitteschön. Genau, und dann bis nächste Woche.